Danach sagt er hier: وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. Und wisse, dass wenn die gesamte Umma beschließt, die Menschheit, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich geschrieben hat. Und wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und das entspricht auch dem Koran. Allah Ta'ala sagt: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Und wenn Allah dich mit Dur, mit Schaden heimsucht, etwas, das dir schadet, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ, dann gibt es niemanden, der das aufheben kann, der das beseitigen kann, außer ihm. Und wenn er dir Gutes zukommen will, dann gibt es niemanden, der seine Gunst abhalten kann. Also der Prophet sagt hier zu Ibn Abbas sozusagen, da er vermittelt ihm, daran zu glauben, dass Allah Ta'ala der Einzige ist, in dessen Händen das absolute Verfügnis oder die absolute Verfügung über Schaden und Nutzen liegt. Abseits der, yani der normalen Mittel und ihrer Konsequenzen. طيب. Dann sagt er zu ihm, um das Ganze nochmal zu bekräftigen und bestätigen, er sagt: رفعت الأقلام وجفت الصحف. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Das ist eine Form von Metapher. Wenn ich etwas mit Tinte schreibe, der Text geschrieben ist und die Tinte getrocknet ist, dann kann man daran nichts mehr ändern. Ja.